Also mit herzlich willkommen zur nächsten Mods-Vorstellung mit mir, der Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns den Lelly Lutus Stabilo an. Ich spreche mal das so aus. Auf jeden Fall auch eine Firma, von der ich noch nie was gehört habe. Dies ist der Lelly Lutus Stabilo 770 oder 770. Ja, der Stabilo nach Führeinrichtung gewährleistet eine Stab... Was gewährleistet die stabilste Maschine während des Zetten? Ja, sowie in den Ecken ausgeführt. Haltbarkeit und Leistung garantiert. Er hat eine Arbeitsbreite von 7,7 Metern und ergibt eine tägliche Erwartung von 50 Dollar, also 50 Euro. In dem Sinne dann noch 12.000 Euro einmalige Anschaffungskosten. Und was ist denn heute mit der Stimme los? So, also im Endeffekt ein Heuwender. Wenn man das jetzt mal so, ja, naja, doch. Sie ist immer Heuwender, also ist das ein Heuwender. So. Ja, Textur geht soweit in Ordnung. Wir klappen das Ganze erstmal auf, um das Ganze dann auch mal von der Arbeitsbreite zu sehen. Textur geht soweit in Ordnung. Gibt es an sich nicht zu beanstanden. Man schaut mal in den Log rein. Wir haben hier C. Ne, die Luna-Fehler kommen von den RTW noch. Das passt soweit, also auch alles log fehlerfrei. So, zu den Funktionen gibt es ja eigentlich nicht viel zu sagen. Mit der Taste X können wir das Ganze zuklappen bzw. aufklappen. Mit der Taste V können wir das Ganze senken bzw. anheben. Und mit der Taste B können wir das Ganze starten und wiederum beenden. Lichtskript ist mit inbegriffen, also falls ihr einen Träger vorne dran habt, der das Lichtskript verfügt, blinkt das hinten automatisch mit dazu. So, dann wollen wir jetzt mal hier an unser schönes gemähtes Gras fahren oder Feld fahren, eher so gesagt, und aktivieren das Ganze jetzt und geben über die Taste 2 meines Erachtens nach mal richtig Gas. So, da sehen wir schon mal die Animation bzw. Partikelsystem sieht soweit okay aus, da gibt es an sich nichts zu meckern. 7 Meter kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber ja, das könnte dementsprechend so hinkommen. Ist also dann eher was für mittlere bis ja, mittelgroße Betriebe gedacht. Ich glaube, der größte, den wir hier drin haben, der hat 12 oder 14 Meter. Aber an sich tut es seine Aufgabe und ja, allzu viel zu erklären gibt es in dem Sinne ja nicht. Er wendet halt das Gras zu Heu. In dem Sinne, wollt ihr euch den Mod downloaden, Link in der Videobeschreibung beim Modder bedanken bzw. ihm Verbesserungsvorschläge hinterlassen, falls ihr irgendwelche Fehler gefunden habt. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.